Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 2. Nun gut, wir schauen uns hier gerade nochmal kurz um. Was hatten wir genau? Wir hatten hier die Statuette noch gefunden. Ja? Die wollten wir noch angehen. Kleine Tierstatuette. Stellt eine schwarze Spinne dar. Haltbindigend, okay. Einmal eine Spinne beschwören. Ah, ich meine, du hast ja noch ein hier frei. Alles klar. Dann dürft ihr noch mal fit sein. Dankeschön. Ah, hier haben wir noch nicht geplündert. Ich hoffe, das bringt was. Was haben wir denn da noch? Ah, noch so ein Ionenstein, nicht schlecht. Und Immunität gegen Zauber. Ich helfe, wo immer ich schneller als Chick-Ticker schnell pratze. Aber ich glaube, ihr habt ja auch schon mittlerweile alle was, ne? Ah. Ihr habt ja alle schon Dings an, ne? Da wird halt die Rüstungsklasse um 1 runtergehen. Du bist, glaube ich, nur normal, ne? Ja, okay. Dann lohnt sich's für dich auf jeden Fall. Den hast du noch nicht. Schön. Den habt ihr beide. Okay. Dann kommt der auch zum Verkaufen hier rein. Alles klar. Sagt mir, was zu tun ist. Ich überlege gerade, theoretisch könnte ich ja die Bolzen, die ich über habe, irgendeinem von den anderen Charakteren geben. Ich kümmere mich drum. Dass sie halt nicht deren Inventar vollmüllen, aber na, das passt schon. Gut, dann haben wir das. Dann ist können wir jetzt aber, geschehen, glaube ich, mal hier runter. Und was ist mir noch eingefallen, wir haben ja noch diesen Kanalisationsschlüssel. Im Namen die Hand der Gerechtigkeit. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Und wir hatten noch eine Tür unten, die wir nicht reingekommen sind in der Kanalisation. Die können wir uns vielleicht dann auch mal noch anschauen. Alles klar. Und ich würde halt auch gerne mal wissen, was, wie lange das noch dauert, bis es hier die Opening Quest getriggert wird. Verschlossen, okay. Wie, mir gefällt das nicht. Wie können wir den weniger glücklich? Ich werde tun, was ich kann. Als ihr euch der Tür nähert, empfindet ihr ein Gefühl der Bedrohung. Das Schloss ist von seltsamer Macht hat. Da eure Hände zittern, habt ihr äußerst Schwierigkeiten dabei, es zu knacken. Also nicht. Kann ich das mit Zauber knacken? Nee. Gibt es jetzt vielleicht was zu metzeln? Hm? Ja. Gut. Ja, das wäre es dann mit dem Friedhof gewesen. Habe ich den Kanalisationsschlüssel noch bei mir? Nee, ne? Dann müsst ihr nochmal holen. Ich kümmere mich drum. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Bedeckt deine Nase, Bo, denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Mhm.
Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ist ja, schon geschehen. Ich denke, die dürften maximal noch wie ein paar kleinere Sachen drin sein. Keine Fallen? Doch, Fallen. Na, siehste. Wie kann ich helfen? Ich werde tun, was ich kann. Ja, ich bin dabei. Beides verschlossen? Okay. Werde ich gebraucht? Dann ich mach. Bin gerne zu Diensten. Gut. So, ja. Ja, können wir dann nachher. Eine Streitaxt. Plus zwei. Okay, wird auf jeden Fall eine deutlich bessere Schadensklasse geben. Immer das Ding halt auch, ne? Packst du mal ein, die wird verkauft. Genau wie die Dinger hier. So, dann hattest mir, du ja du noch. Das müsste, ja. Ich warte. Wir können noch eine Runde Parab-Mäler plündern, würde ich sagen. Jetzt, wo wir schon mal da sind. Mhm. Schattenscheusal. Mumie, okay. Ja? Ja? Ich werde siegen! Nummer 1. Mist, das wird. Für die Gefallenen. Das sollte nicht sein. So, wer von euch? Messi, okay, du bist leider. Komm, der Rede wert. Lasst mich bitte helfen. Ich versuche immer mein Bestes. Na, dann müssen wir so eine Runde rasten. Sagt mir, was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt was. Wie kann ich die denn mal wieder in Diebeskunst skillen? Ich kümmere mich drum. Ich bin zu allem bereit. Ich werde es natürlich versuchen. Also so wirklich. Lohnenswert sind diese Dinger ja nicht, muss ich zugeben. Also den Aufwand, den die kosten. Ich warte. Ich bin bereit. Ist schon geschehen. Amir? Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Mhm. Okay. Dann. Mein lieber Herr Kamir. Wie sieht's denn aus? Haltet ein, jeder. Ihr tragt eine Aura des Verdachtes um euch. Ich warne euch. Ich bin Kamir. Paladin des Helm. Ich dulde keine unerlaubten Handlungen an diesem, meinem dunkelsten aller Tage. Hm. Warum? Sagt mir, was ihr tut. Ich bin nicht anders als die meisten, die hierher kommen. Mein Sohn liegt in jenem Grabe. Ich habe mein Eid gebrochen, den Jungen zu beschützen, und er ist mir genommen worden.
Ich bin sicher, dass es keinen Grund gibt, euch selbst die Schuld dafür zu geben. Ihr wisst nicht, wovon ihr sprecht. Wenn ich auch überzeugt davon bin, dass ihr es gut meint. Ich habe mich des Jungen angenommen, als seine Mutter in Bergen von miesen Orks niedergemetzelt wurde. Ich kannte ihren Namen nicht und ich konnte sie nicht mehr retten, nachdem ich die Orks getötet hatte. Sie übergab mir ihren Sohn und ich habe ihr geschworen, auf ihn aufzupassen, als wäre er mein eigener. Und das habe ich auch, zumindest bis dahin. Ich liebe diesen Jungen. Ich habe diesen Jungen sehr geliebt. Stefan habe ich ihn genannt. Ein starker, ehrlicher Junge. Aber die Pflicht hat mich nach Tethyr gerufen. Bei meiner Rückkehr musste ich feststellen, dass Stefan von Straßenräubern abgeschlachtet worden ist. Ich hätte für ihn da sein müssen. Na gut, ihr habt getan, was ihr tun konntet. Euch trifft keine Schuld. Doch, ich habe mein Eid gebrochen. Ich weiß nicht, wie ich mein Versagen wieder gut machen kann. Wenn es nur einen Weg gäbe, würde ich ihn freudselig gehen. Vielleicht weiß ich, an ganz der Nähe hier hält sich ein Waisenmädchen auf, begleitet von einem Priester des Lathander. Vielleicht wäre es eine Wiedergutmachung, wenn ihr euch um das Mädchen kümmert. Ah, sehr schön. Eine Waise, sagt ihr? Vielleicht wäre das ein Weg, mein Vergehen wieder so gut zu machen. Hab Dank, mein Fürst. Ich werde mich sofort den Weg machen und mit ihnen sprechen. Ah ja, schön. Das gab dann schon mal XP. Na gut. Da ist immer noch nichts. Wo waren die denn nochmal? Einfach fragen und ich handele. Natürlich. Ja, ich bin dabei. Waren die hier unten? Das hört wir schon ein bisschen her, die letzte Folge. Trauernde, trauernde. Ja. Tatsächlich. Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Grüße an euch beide. Ich habe gehört, dass das Mädchen einen Vormund braucht. Ihr seid der Paladin, nicht wahr? Ich freue mich, euch kennenzulernen. Und das hier ist... Risa, mein Name ist Risa. Ja, ich freue mich, zustimmen zu können. Das hier ist Risa. Hallo Risa, ich freue mich, euch kennenzulernen. Seid ihr ein Ritter? Eure Rüstung glänzt so hübsch. Ich bin ein Paladin, Kleines. So etwas wie ein Ritter. Ich halte mich an strikte Vorgaben bezüglich der Verehrung Helms ein. Wisst ihr, wer Helm ist? Nein? Dann könnte ich euch das lehren. Ich könnte euch das lehren. Möchtet ihr das gerne, Risa? Habt ihr keine Kinder? Nein, mein Sohn ist leider kürzlich gestorben. Oh, ihr müsst ja ganz traurig sein. Ja, das bin ich. Ich vermisse ihn sehr. Ich glaube allerdings, dass er es gut fände, wenn ich auf euch aufpasse. Das heißt, wenn ihr das möchtet. Na gut, wo lebt ihr? Kommt, ich zeige euch die Kirche. Seid gedankt, Geistlicher. Und ein Dank an euch, mein Fürst. Ich bin außerordentlich dankbar. Alles klar. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ich bin für diese Wendung der Ereignisse so dankbar. Lathanders größter Segen auf euch, die Rolle, die ihr in diesem Stück innehattet. Manchmal kann Ferun wirklich ein freundlicher Ort sein. Alles klar. So, dann haben wir das erledigt. Leider keine Achievement, aber wie gesagt, das ist ja auch nur so eine kleine Nebenquest gewesen. Dann gehe ich jetzt mal den Kanalisationsschlüssel holen und gucken, ob ich mit dem... weil ich glaube, den haben wir ja von dem Dings gekriegt. Von dem Isa, der bei Firak war, der Zauberer. Feinde haben euch aufgelauert. Aha. Verteidigt euch. Alles klar. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Sagt mir, was zu tun ist. Imperium.
Nicht mehr lange. Ich helfe, wo immer ich kann. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, nehmen wir die paar Zaubersprüche noch auf. Ich warte. Ihr könntet sich mal putzen. Ich mag's gerne etwas glänzender. So. Auf den paar Metern zu den Slums direkt wieder überfallen worden. Aber gut, war jetzt auch das erste Mal seit langem. Tatsächlich. Ja, lass uns gerade eine Runde hier rasten. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So. Da war der Kanalisationsschlüssel. Einfach nur mal gucken, ob das funktioniert. Bei mir ist das Bier billig. Na Quatsch. Ich muss aufhören, mein eigenes Bier zu saufen. Alles an Helden. Ihr, Bo und ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket! Cool, cool. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, ich bevor hoffe, ihr das Gebiet was. Verlassen könnt. So, da bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Ich kümmere mich drum. Hallo Tempelbezirk. Und dann mal ab hier runter. Ist schon geschehen. Gut, bin ich mal gespannt. Jawohl. Sehr gut. Okay. Sieht zwar nicht sehr einladend aus hier. Wie weit geht denn das noch? War das eine Falle? Jetzt? Och bitte. Bitte, bitte. Wie kann ich helfen? Wieso bist du nicht ganz voll geheilt? Ich werde tun, was ich kann. Hm. Gut, dann guck, ob du die Falle kriegst. Scheinbar nicht. Schneller als Chick. Dann kannst du ja mal vorrennen. Eine mächtige geistige Kraft trifft euch, hindert euch daran, euch zu bewegen. Wenn ihr bedenkt, wie viele toten Abenteuer hier auf dem Boden liegt, ist das, was vor euch liegt, sicherlich äußerlich äußerst mächtig und gefährlich. Ich helfe, wo immer ich kann. Was kann ich tun? Okay. Sollen wir da jetzt auch... schon runter? Hm. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeckt eine Nase, Bo,
denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Wir können ja mal schauen. Ja, ich hoffe, das bringt was. Ich werde es tun. Sagt mir was zu. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ah, oh, Mindflayer. Hui. Alles klar. Dann schauen wir, was es hier unten gibt. Ah, ist nicht so unglaublich groß, das Gebiet. Gut, gut. Klopf, klopf, was haben wir denn hier? Ein paar Kämpfer. Kommt mal raus, bitte. Mal sehen, wie euren Eingeweiden etwas Sonnenlicht gefällt. Hier unten ist keine Sonne, Kollege. Die Augen, oh, kratz ihnen die Augen aus, ja. Die Rache ist mein. Ja, passt aber. Wahrscheinlich plus 1 wieder. Ja. Ich warte. Ich bin dabei. Na, das habe ich noch einiges drin. Wollt ihr nicht auch ein bisschen metzeln? Hm? Ich werde tun, los was jetzt. Ich kann. Rein ins Blutbad. Ich glaube, ihr könnt ja einfach keine Türen öffnen, von daher. Ich hoffe, das bringt was. Oh, fein. Machen wir das doch mal so. Ja, scheinbar doch. Okay, du bist leer geschossen, aber wir haben ja zum Glück... Nee, du bist nicht leer geschossen. Ja? Messi war... Okay, du bist leer geschossen. Wie kann ich helfen? Oh ja, genau. Kannst du damit ja eine Runde mal machen. Wie ist denn die Spinne? Lasst mich bitte helfen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Sagt mir, was zu tun ist. So, dann buffen wir auch mal. Wir sollten, glaube ich, erstmal den Kleriker umhauen. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage. Ja, Minz kriegt doch schon einiges ab. Bist du da drin immun gegen das Zeug? Ein Erdkoloss. Für die Gefallenen gar nicht. Gedanken, sind das wieder hier irgendwelche... Ich kümmere mich drum. Ich helfe, wo immer ich kann.
Du bist wieder von irgendwas hier festgehalten worden. Sag mir, was zu tun ist. Ihr müsst mir rasch helfen. Schwerter statt Wörter. Ich warte. So. Nee, die arme Spinne. Gut, der hält zum Glück jetzt nicht so viel aus. Ist schon geschehen. Okay, ich glaube, dann rasten wir gleich nochmal eine Runde. Aber das, ja, es geht. Minsk und Bo, ja. Allzeit bereit. Habt ihr noch was Interessantes? Sonst nein. Leider nicht. Sagt mir, was zu tun ist. Was kann ich tun? Naja. Gut, zu spät. Kann ich jetzt rasten? Ja. Cool. Ich warte. Ich bin dabei. Hat hier drin noch irgendwas überlebt? Nein. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Na, wahrscheinlich haben wir dann hier wieder was Ähnliches. Ich bin zu allem bereit. Ich bin vor aller Augen versteckt. Ich bin gerne zu Diensten. Das ist gut. Ich warte auf euren Befehl. Na, wir haben wieder viel zu viel festgesetzt hier. Es ist so unschön. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Ja. Also gucken wir das vielleicht erstmal die Tür aufmachen, vielleicht. Ich hoffe, das bringt was. Ein paar alleine rausziehen. Und hört bitte mal auf, meine Charaktere immer wegzunehmen. Ich hasse es, echt. Ja? Ich glaube, Schlaf wird es auch nicht so unglaublich viel bringen. Aber in die Schuhe. Dann klau du mal Zauber. So. Ihr zeigt mir wohin. Wie kann ich helfen? Ich schlage zu. Ich sollte, glaube ich, vorher mal buffen. Ich helfe, wo immer ich kann. Sagt mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich drum. Werde ich gebrauchen? Es kommt aber scheinbar niemand nach. So. Lasst mich bitte helfen. Lass uns schon mal buffen. Dass, gut, die Folge ist auch gleich rum. Was kann ich tun? Ja. Buffen bitte. Der scheint auch mehr oder weniger
immun gegen zu sein. Hast du jetzt eigentlich gezaubert? Nee, ne? Allerdings wirst du ja gleich gerade auseinandergenommen. Das hat keinen Sinn. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet, aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt. Ja, also ich glaube, Flächenschaden bringt ja nicht so viel, weil wir halt. Also weil die halt relativ schnell wieder rauskommen. Ich könnte halt festhalten, vielleicht noch reinzaubern. Mal gucken. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.